Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier auf dem Podium mit dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Professor Dr. Andreas Voskuhle, und dem Erzbischof von München und Freising, Reinhard Kardinal Marx, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Das Thema Kirche und Staat, ich entschuldige mich gleich bei allen, die genaue Definitionen lieben, tue ich eigentlich auch, aber mit diesem Schlagwort Kirche und Staat ist natürlich mehr gemeint als nur die sogenannten Großkirchen und der Staat, sondern es ist alles das gemeint, was sich an religiösem Einsatz, religiösem Engagement, an religiöser Praxis zeigt in einer Zivilgesellschaft mit den großen Repräsentanten, Legislative, Exekutive, Judikative. Und darüber wollen wir sprechen in zwei Bereichen. Einmal grundsätzlich philosophisch Reflexionen. Was heißt das, Kirche und Staat, mit dieser weiten Definition? Und zweitens dann einige konkrete Beispiele oder Situationen angehen. Ich beginne mal mit zwei persönlichen Fragen. Herr Kardinal, wenn man Ihre Vita anschaut, da ist Politik, Soziallehre immer ganz stark dabei. Ihre Doktorarbeit ging sogar über die Möglichkeiten und die Grenzen einer soziologischen Betrachtungsweise der Kirche. Und wenn man dann Ausführungen von Ihnen liest, heißt es manchmal, wenn Sie nicht Priester geworden wären, wären Sie Politiker gerne geworden. Was hätte Sie als Politiker gereizt? Na, ich habe mich ja bewusst anders entschieden. Insofern aber es muss doch ein gewisser Reiz gewesen sein. Nein, aber nicht so stark, dass ich es hätte wirklich tun wollen, denn ich glaube, dass ich es so richtig gemacht habe. Aber ich bin, das stimmt, in einem doch sehr diskutierenden Elternhaus groß geworden. Mein Vater war Gewerkschafter, immer progressiv eingestellt, also sicher kein klassischer CSU-Wähler. Sondern das hätte jemand, da oben auch gar nicht wählen können in Geseke. Oder auch CDU, sondern jemand, der als Betriebsrat von einer ganz anderen Perspektive kam, obwohl eben die ganze Verwandtschaft aus Landwirten bestand. Also insofern habe ich hohes Interesse an allen Fragen der Politik gehabt. Wir haben gestritten, wir haben diskutiert über die Nachrichten, über die Politik mit meinem Bruder und dann eben auch mit meinem Vater. Insofern ist das mir in die Wiege gelegt. Und als ich dann nachher gefragt wurde vom Erzbischof von Paderborn, würden Sie das machen, würden Sie sich in diesem Feld spezialisieren, katholische Soziallehre, habe ich eigentlich sehr schnell Ja gesagt. Als Student hatte ich dann doch den Traum, stärker so Augustinus zu erforschen oder die Kirchenväter insgesamt. Da dachte ich, das ist vielleicht noch schöner. Aber als dann diese Anfrage kam, habe ich mich an meinen Vater erinnert und gedacht, das ist eigentlich doch dein richtiger Weg, da mit dem Thema weiterzumachen. Herr Präsident, wenn man Jura studiert, hat man ja ganz verschiedene berufliche Möglichkeiten nachher. Sie haben in Bayreuth studiert, in München, in Augsburg an der Universität Ihre Habilarbeit geschrieben in der Zeit, wo ich Studentenpfarrer war. Das verbindet natürlich dann auch ganz besonders. Gab es bei Ihnen auch so einen zweiten Schwerpunkt oder eine Motivation jenseits des Jurastudiums? Ja, man, wenn man jung ist, hat man viele Dinge im Blick. Ich bin durch meinen Vater, der Verwaltungsjurist war, von Anfang an mit Rechtsfragen konfrontiert worden. Er war damals zuständig für die Neugliederung in Nordrhein-Westfalen als junger Ministerialrat. Und die Situation, die er damals schilderte, wie er von dem damaligen Innenminister Willi Weyer in sein Zimmer gebeten wurde und der Minister zu ihm sagte, Herr Voskuhle, wir machen eine Neugliederung. Sie haben 5 Jahre Zeit, machen Sie was draus. Das war sozusagen für mich so eine Situation, die ich spannend fand. Und dann gab es viele Erzählungen, sodass ich mit der Juristerei immer etwas zu tun hatte und gerade also die Verwaltung im Blick hatte. Eine Alternative für mich wäre, Architekt gewesen zu werden. Und Architektur interessiert mich heute noch sehr. Damals waren die Architekten aber alle bettelarm und ich hatte den Eindruck, ich sollte in der Lage sein, mit dem, was ich verdiene, mein Leben zu fristen. Und dann war die Juristerei etwas näher und insofern habe ich den nahrhafteren Beruf gewählt. Und wenn man dann bei Ihnen nachschaut, wo sind Verbindungslinien, ist mir eine Sache aufgefallen.
Ihre Doktorarbeit Rechtsschutz gegen den Richter zur Integration der dritten Gewalt in das verfassungsrechtliche Kontrollsystem. Geht es um die Freiheit des Einzelnen und die HBIL-Arbeit in Augsburg dann das Kompensationsprinzip, Grundlagen einer prospektiven Ausgleichsordnung für die Folgen privater Freiheitsbetätigung. Also zweimal das Thema Freiheit. Und bei Ihnen, Herr Kardinal, ist klar, dass Ihr Motto, Ihr Bischofsmotto, auch die Freiheit in den Blick nimmt, Ubi Spiritus Domini, Ibi Libertas, 2 Korinther 3. Und Sie haben einmal gesagt, mit diesem Wort wollte ich deutlich machen, dass Freiheit das wesentliche Thema unseres Glaubens ist. In der modernen Welt wurde dem Glauben ja unterstellt, dass er mit einem Freiheitsverlust einhergeht. Aber das Gegenteil ist der Fall. Was verstehen Sie unter Freiheit? Was treibt Sie an, das Thema Freiheit voranzubringen? Ja, die Freiheit ist die Grundlage unserer Gesellschaft. Wir verstehen die Ordnung, die das Grundgesetz etabliert hat, als Freiheitsordnung. Die Freiheit des Einzelnen muss immer mit der Freiheit des anderen kompatibel sein. Und ich glaube, es ist einfach eine Aufgabe, die nie aufhört, diese Freiheitsordnung mit Leben zu erfüllen. Es gibt immer wieder Phasen, in der sie in Frage gestellt wird, in der es schwierig ist, die Freiheit zu bewahren. Und ich empfinde es heute auch in meiner Funktion als Präsident des Bundesverfassungsgerichts eigentlich als die schönste Aufgabe, dafür sozusagen alles zu geben, was man hat, diese Freiheitsordnung zu verteidigen. Und erst dann, wenn die Freiheit langsam kleiner wird, wissen wir sie auch zu schätzen. Deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir hier zusammenkommen und darüber sprechen. Denn wir sind es ja mittlerweile gewohnt, in einer freien Gesellschaft zu leben. Die Bundesrepublik hat eine wunderbare Entwicklung genommen. Das war nicht so unbedingt absehbar, als hier in Herrenchiemsee die Damen und Herren zusammenkamen und über die Ordnung nachgedacht haben. Aber eins war ihnen damals klar: Im Mittelpunkt dieser Ordnung sollte der einzelne Mensch stehen. Deshalb ist die Menschenwürde am Anfang unseres Grundgesetzes aufgerufen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und damit verbunden ist, dass ich den anderen immer als Freien und Gleichen betrachte. Und ich alle Regeln, die das Grundgesetz schafft, in diesem Geiste auslege. Und ich glaube, dass wir dafür immer wieder eintreten müssen. Und wir sehen jetzt gerade in Mitgliedstaaten, die uns sehr verbunden sind, der Europäischen Union, wie Polen oder Ungarn, wie die Freiheit langsam abgebaut wird und wie die Menschen immer stärker damit zu kämpfen haben, wie nicht nur die Justiz abgebaut wird, wie die Presse abgebaut wird, wie auch die Menschen nicht mehr so selbstbewusst durch die Straßen gehen. Wenn sie heute durch Warschau gehen, dann ist die Situation eine andere als noch vor 5 Jahren. Und insofern sind wir immer wieder aufgefordert, für diese Freiheit zu kämpfen. Und wir nutzen eben auch solche Anlässe im Gespräch, uns klar zu machen, dass wir für diese Freiheit einstehen wollen. Herr Kardinal? Die Freiheit hängt zusammen mit der Würde des Menschen. Da kann ich ganz gut anschließen an das, was Herr Voskuhle gesagt hat. Für uns natürlich als Christen ist das auch Ausdruck des christlichen Menschenbildes. Die Freiheit ist am nächsten an der Gottebenbildlichkeit. Wir sind ja nicht Bild Gottes, weil wir 2 Füße haben oder 2 Ohren oder 2 Augen, sondern weil wir frei sind, verantwortlich sind, teilhaben an dieser schöpferischen Freiheit Gottes, die natürlich eine menschliche, geschöpfliche ist, gebundene, aber ohne Freiheit gibt es keine wirkliche Würde des Menschen. Und deswegen hängt das engstens zusammen. Paul Kirchhoff, einer der früheren Verfassungsrichter, hat mal so schön gesagt, das Grundgesetz ist wie ein Baum. Die Wurzeln dieses Baumes sind eigentlich sehr stark geprägt von diesem christlichen Menschenbild, Gottebenbildlichkeit des Menschen. Manche sagen, ja, ist die Gottebenbildlichkeit die Liebe? Ja, auch, aber zunächst die Freiheit, denn ohne Freiheit gibt es auch keine Liebe. Die Freiheit ist die Möglichkeit, sich zu entscheiden, sich zu binden, sich zu engagieren, Verantwortung zu übernehmen. Also das ist der wesentliche Ausdruck des christlichen Menschenbildes. Deswegen war mir das so wichtig, dass man das nicht als etwas sieht, was ja die Kirche eher bekämpft hat, sondern wir müssen da tiefer graben. Also da ist der Wurzelgrund unserer Verfassung ist sehr stark geprägt
vom christlichen Menschenbild. Wir sehen natürlich den Baum, Artikel 1 und all das, was daraus folgt. Aber die Frage ist eben, kann der Baum auch ohne die Wurzeln sein? Oder wo sind die Wurzeln weiterhin kräftig? Oder gibt es andere Wurzeln? Gibt es andere Quellen, die diesen Baum tragen können? Das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, Sie haben es gerade genannt, wenn wir darüber nachdenken, und darum geht es eigentlich heute auch bei einer solchen Diskussion, ist eine moderne, freie, offene, plurale Gesellschaft zukunftsfähig? Und wir haben jetzt neuerdings Signale, wo manche sagen, nicht so ungefähr, nicht so leicht zukunftsfähig. Und wir kämpfen dafür, und da bin ich schon der Meinung, da sollte die Kirche eben sich mit engagieren, dass das ein Projekt ist, nicht nur eine Episode in der Menschheitsgeschichte, die auch wieder vorübergeht und andere autoritärere, homogenere Strukturen, Staatsgebilde setzen sich wieder durch, sondern wir müssen zeigen, auch aus christlicher Perspektive, dass eine freie Gesellschaft, eine offene Gesellschaft, wo jeder in Freiheit sich für das Gute entscheiden kann, die bessere Alternative ist. Der Weg ist, der auch von der Kirche eigentlich mit befördert werden müsste. Aber das ist nicht so einfach. Es ist, das empfinde ich so, mühsamer geworden, das zu begründen und auch durchzusetzen. Wenn wir zu den Wurzeln kommen, vorher noch aufgreifen Ihres Bildes oder das Bild von Paul Kircher vom Baum. Wenn wir jetzt direkt mal das Zentrum unseres Themas angehen, bei Ihnen, wenn ich an den Vortrag vor der Siemens-Stiftung denke, in München, da haben Sie das Grundgesetz als die Idee einer Verfassung der Mitte definiert und das Verhältnis Kirche-Staat als offene Neutralität zwischen Neutralisierung und Identifikation als Fluchtpunkt dieser dynamischen Mitte, die keine statische Mitte ist, eine positive Haltung zur religiösen Pluralität. Und wenn ich dem nachgehe, kann ich in sehr vielen Punkten natürlich ja, begeistert zustimmen, Garantie der Binnenpluralität der weltanschaulichen religiösen Diskussion, Sicherung des Gesprächsrahmens, Ermöglichung kritischer Auseinandersetzung, radikale Bestrebungen in die Schranken weisen. Aber für mich war es die Frage, diese Wurzeln, kommen die beim Bild der offenen Neutralität auch zum Tragen? Oder ist offene Neutralität, habe ich es dann vielleicht zu eng verstanden, nur die Ermöglichung eines weltanschaulichen Disputs unter verschiedenen Gesprächspartnern? Ja, vielen Dank für diese Möglichkeit, nochmal auf diese Idee der Verfassung der Mitte einzugehen. Dahinter, das ist, wenn man so will, die DNA des Grundgesetzes und es ist auch ein Teil unserer ja, kulturellen Herkunft. Und dazu zählt das Christentum auch in erster Linie. Und das ist aufgefangen in einer solchen Verfassung. Es ist aber nicht statisch aufgefangen, es ist nicht als Konzept einer Staatskirche aufgefangen, es ist nicht als Konzept einer dominanten Unterstützung aufgefangen, sondern es ist in einem ganz eigenen Konzept aufgefangen, nämlich in dem Konzept der wohlwollenden Neutralität, das Verhältnis zwischen Staat und Kirche. Und wenn Sie versuchen, dieses Konzept der wohlwollenden Neutralität einer Richterkollegin, einem Richterkollegen aus dem Ausland klarzumachen, ist das relativ schwierig. Die denken, entweder man ist neutral oder man ist eben nicht neutral. Was heißt das, wohlwollend neutral? Genau. Wohlwollend neutral heißt, dass wir aufgrund unserer christlichen Wurzeln, die Sie zu Recht hervorgehoben haben, der Kirche uns mit der Kirche nicht identifizieren als Staat. Wir dürfen nicht sagen, das ist die Religion, die wir privilegieren. Aber wir sind nicht areligiös, sondern wir ermöglichen Religion. Wir versuchen, Räume zu schaffen, in denen Religion entstehen kann. Und in dem wir das, was unsere Wurzeln sind, auch leben können. Dieses Konzept ist relativ schwierig, es ist anspruchsvoll. Es gibt auch eine Reihe von Problemfeldern, auf die werden wir vielleicht noch kommen. Aber es ist, glaube ich, das Konzept, was die historische Bedingtheit des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche besonders gut einfasst. Viele von Ihnen wissen vielleicht, wir
hatten zum Ende des Ersten Weltkriegs eine Situation, dass nicht klar war, welche Rolle würden die Kirchen spielen, wie wird es insbesondere mit der Landeskirche, der evangelischen. Und man hat dann einen Verfassungskompromiss entwickelt in der Weimarer Reichsverfassung, indem man gesagt hat, es gibt keine Staatskirche, aber es gibt die Möglichkeit der Kirche, sich als Körperschaft des öffentlichen Rechts zu betätigen. Es gibt eine Binnenpluralität, es gibt ein Selbstbestimmungsrecht. Und man hat ein relativ komplexes Gefüge entwickelt. Und die Leistung, die dahinter steckt, die wurde erst klar, als man in Herrenchiemsee wieder über die Verfassung nachgedacht hat. Dann wurde einem nämlich klar, dass man gar nicht in der Lage war, sozusagen ein neues Konzept zu entwickeln, dass das politisch schwierig war. Es gab durchaus laizistische Bewegungen, es gab Bewegungen hin zu einer stärkeren Dominanz der Kirchen. Und was hat man gemacht? Man hat in einem Artikel 140 Grundgesetz gesagt, wir übernehmen diesen Kompromiss aus der Weimarer Reichsverfassung. Die hinkende Trennung, wie es hieß. Ja, die hinkende Trennung, wir übernehmen das und wir werden das in der Bundesrepublik mit neuem Leben erfüllen. Und das haben wir geschafft. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dem Kardinal auf der Fahrt hierhin haben wir kurz darüber gesprochen, dass diese kulturelle Besonderheit auch vor dem Hintergrund einer europäischen Union und natürlich auch einer gemeinsamen Standard, dass diese kulturelle Besonderheit nicht verloren geht. Denn das, was das bedeutet, kann man nur nachvollziehen, wenn man in Deutschland sozialisiert worden ist und wenn man auch sieht, wie viele Kämpfe mit der Auseinandersetzung zwischen den beiden Kirchen und Kirche und Staat verbunden war. Wenn sich viele von den Älteren hier noch daran denken, das ist in Bayern nicht so dominant gewesen wie in etwa Ostwestfalen-Lippe, wo ich herkomme, wie stark Auseinandersetzungen früher zwischen der katholischen Kirche und der evangelischen Kirche war. Ich weiß das noch, ich habe von meinem Vater gesprochen, der mir erzählte, als er als junger Mann im Regierungspräsidium Detmold anfing oder sich vorstellen musste bei dem Regierungspräsidium und dem Regierungspräsidenten und er sagte, Herr Voskuhle, sagen Sie mal, das darf ich jetzt nicht so fragen, das spielt auch keine große Rolle, sind Sie eigentlich katholisch oder evangelisch? Und mein Vater sagte, ja, er sei evangelisch und sagte, ach, das ist gut, sonst hätten wir Sie auch nicht genommen. Das war die Situation früher und nur in diesem Verhältnis sozusagen der wohlwollenden Neutralität hat sich das so entspannt, dass wir heute so gut miteinander umgehen können. Herr Kardinal, reicht offene Neutralität Ihnen? Ja, also das, was wir bei uns jetzt speziell in Deutschland erlebt haben und weiter erleben, ist für uns als Kirche auch eine große Chance und eine Möglichkeit, eben diese offene Gesellschaft auch positiv zu werden. Das hat mit dazu geführt, dass wir als Kirchen, glaube ich, mit der freien, offenen, pluralen Gesellschaft besser umgehen können, als das vielleicht in anderen Ländern ist, wo ein sehr stark laizistischer Staat die Kirche doch mehr oder weniger in den privaten Raum drängen will, sodass da auch eine größere Spannung ist. Ich möchte aber noch mal einmal davor zurück, denn ein Spezifikum des Verhältnisses von Staat und Kirche ist nicht nur in Deutschland zu fassen, also das hat typisch mit dem Christentum zu tun. Manche haben ja mal, manche Theoretiker gesagt, auch die Spannung zwischen Kirche und Staat vom Mittelalter angefangen oder von den Anfängen der Auseinandersetzung angefangen, ist auch ein Teil der Freiheitsgeschichte, dass man überhaupt eine Institution hat, die auch den Staat begrenzen will. Das ist noch nicht individuelle Freiheit in unserem Sinne. Aber der Anfang, dass dem Staat gesagt wird, du hast Grenzen. Es gibt etwas, wo du nichts zu sagen hast. Es liegt etwas davor, wo du keine Kompetenz hast, ist ein wesentlicher Schritt auch in die Moderne hinein. Ich zitiere das aus einem Buch, Was ist der Westen, von einem französischen Ökonomen und Philosophen. Und das hat mich sehr überzeugt. Wir haben dann als Kirche natürlich sehr viel Nachholbedarf, auch im Blick, was Demokratie bedeutet und wie man sich da verhält. Darüber werden wir sicher auch noch sprechen. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir auch für die Zukunft zeigen können, eine offene Gesellschaft muss nicht wertindifferent sein. Sie ist neutral gegenüber den Religionen, aber wohlwollend religionsfreundlich. Und der Staat ist nicht identisch mit der Gesellschaft. Das muss man ja auch immer wieder sehen. Es gibt diese Spannung, der ist ja nicht aseptisch losgelöst, der Staat,
sondern es ist ein lebendiger Organismus, wo gesellschaftliche, kulturelle Ereignisse stattfinden, die immer wieder Auswirkungen haben auf das Miteinander. Und das wollen wir nicht in einer zwanghaften Weise, wir wollen es in einer freien Weise. Wenn der Staat, die politische Verantwortung, die Institutionen, dann der Religion, das war natürlich im Wesentlichen das Christentum, konnten sich die Herren Chiemseer nur so ungefähr vorstellen, evangelisch-katholisch mit Entspannung, aber darüber hinaus hat man natürlich nicht gedacht. Wenn das in einer wohlwollenden Haltung ist, zu sagen, ihr seid ein wichtiger Partner für uns, aber wir schreiben niemand vor, was er glauben soll, welcher Religion er folgen soll, aber es gehört mit dazu, dass Religion lebendig, kräftig in einem solchen Gemeinwesen da ist, das ist für alle gut. Eine solche Haltung, das sage ich auch in Europa mit meinen bischöflichen Kollegen, macht es der Kirche doch leichter. Die offene Gesellschaft, die manche nicht so einfach zu akzeptieren scheinen, zu akzeptieren und zu sagen, ja, in einer solchen Gesellschaft möchten wir leben. Vielleicht darf ich noch einen Aspekt hinzufügen. Schauen Sie auf die Entwicklung in der Türkei. Die Türkei war natürlich sehr stark geprägt durch den Islam und dann hat der Kemalismus und Atatürk dafür gesorgt, dass ein sehr stark laizistisches System etabliert wurde. Und was ist das Resultat? Das Resultat ist eine Radikalisierung des Glaubens und eine sozusagen Auflösung dieses laizistischen Systems von innen. Und daran sehen wir, dass wir mit so harten Lösungen und dem Raushalten von Glauben aus dem Leben, dass das keine gute Lösung ist, sondern dass die Lösung, in der wir vorangeschritten sind, glaube ich, es viel eher ermöglicht, Staat, Kirche und Freiheit, Pluralität zu einem gemeinsamen Konzept zu machen, also ein stärkeres Konzept. Wenn man den Dingen keinen Raum lässt, wenn man sie nicht irgendwie auch positiv konnotiert, dann führt das sehr häufig zu Radikalisierungen am Rande, die dann auch das Innere des Gemeinwesens aushöhlen können. Und ich glaube, insofern ist das auch ein Erfolgsmodell, was wir hier in Deutschland haben. Und wir können das auch ganz offensiv nach außen vertreten. Häufig wird das so als so ein deutscher Sonderweg so beschrieben, der sehr viel mit dem 30-jährigen Krieg und so zu tun hat. Aber das ist auch ein kluges Konzept. Ein kluges Konzept, das man durchaus auch empfehlen kann in anderen Zusammenhängen, in anderen Ländern. Denn wir sehen in den zwei Staaten, die einen radikal anderen Weg eingelegt haben, dass sie auch Schwierigkeiten haben. Also wir haben in Frankreich einen starken Laizismus. Das hat aber auch zu einer schwierigen Situation mit religiösen Gruppen geführt. Und in bestimmten Fragen ist dann die Straße auf einmal sehr viel dominanter gegen bestimmte Gesetzgebung, wenn Sie an die Vergangenheit denken, als das bei uns der Fall wäre. Und wir haben eine Staatskirche in England. Und dort ist die Situation der Kirche auch nicht sehr erfreulich im Augenblick. Und das hat nicht nur was mit ihrer Vergangenheit und den Schwierigkeiten bestimmten Kinderheimen und Ähnlichem zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass in dieser Umfasstheit und in dieser Identität sich Kirche auch nicht gut entwickeln kann. Deshalb plädiere ich dafür, dass wir das also auch ein bisschen offensiver als ein positives Konzept durchaus im europäischen Raume vertreten. Ich würde sogar noch darüber hinausgehen, wenn wir überhaupt daran glauben, dass die Demokratie nicht nur etwas für den Westen ist oder für eine europäische Kultur, sondern auch etwas, was vielleicht für andere Völker und Kulturen geeignet erscheint. Da gibt es ja auch Zweifel daran, aber ich bin doch der Überzeugung von einem gemeinsamen Menschenbild her, dass es möglich sein muss mit unterschiedlichen Färbungen und Entwicklungen. 90% der Menschen auf der Welt, 80%, ich weiß es nicht genau, sind religiös geprägt. Also wie können wir uns vorstellen, dass ein Modell wirklich akzeptabel wäre für die meisten Menschen, wo Religion zur Privatsache und zu einer Angelegenheit wird, die eher gefährlich erscheint oder zu vermeiden oder jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit sichtbar werden darf, die keine gesellschaftliche Kraft entfalten darf. Das können Sie vergessen. Das wird nicht möglich sein. Und deswegen sage ich oft, genau wie Sie, das müssten wir viel offensiver, deutlicher sagen, dass die Demokratie der Zukunft, glaube ich, nicht eine sein wird, die radikal laizistisch ist und nicht eine mit der Staatskirche, sondern eine, in der die verschiedenen Gesellschaften, die religiösen Kräfte
wertgeschätzt werden, die etwas beitragen zum Zusammenleben, die eine positive Botschaft haben, die eine kulturelle Prägung eintragen in ein solches Gemeinwesen. Das ist die Zukunftsidee. Eine kurze Zwischenfrage, bevor wir bei den grundsätzlichen Themen dann weitergehen. Ihre Erfahrungen als Präsident des Bundesverfassungsgerichts im Blick auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wie sehen Sie dort die Entwicklungen? Geht das in der Richtung, die Sie eben angesprochen haben, als eine sinnvolle? Oder welche Erfahrungen haben Sie da? Schwierige Frage. Also sagen wir mal so, es fällt im Augenblick auf, dass in diesen Fragen beide Gerichtshöfe, also sowohl der Straßburger Gerichtshof für Menschenrechte als auch das Luxemburger Gericht, etwas laizistischer denken und Schwierigkeiten haben, die besondere kulturelle Prägung des Verhältnisses von Staat und Kirche in ihrer Rechtsprechung zu etablieren. Ich habe aber die Hoffnung, aufgrund der Entwicklung der letzten 2-3 Jahre, in dieser Entwicklung war das Bundesverfassungsgericht auch durchaus beteiligt, dass die Sensibilität gewachsen ist für kulturelle Besonderheiten. Europa ist ja nicht deshalb so stark als Einheit, weil es sozusagen alles gleich macht, sondern Europa ist so stark, weil wir so vielfältig sind, weil wir so unendlich viel an kultureller, unterschiedlicher Prägung haben, weil es unterschiedliche Begabungen gibt, weil es unterschiedliche Sozialisationen gibt. Und in den letzten Jahren oder vielleicht Jahrzehnten stand dieser Aspekt der Einheitsbildung vielleicht zu stark im Vordergrund und nicht so sehr die Wertschätzung der Vielfalt. Und das hat sich auf die Gerichte übertragen. Und wir haben eine gewisse Hoffnung aufgrund einiger Entscheidungen in den letzten Jahren und vieler Gespräche, die wir führen, dass die Sensibilität für diese kulturelle Bedingtheit gestiegen ist. Wir werden das mal nächste Woche, glaube ich, wenn es eine wichtige Entscheidung aus Straßburg gibt, werden wir sehen, wie weit dieser Lernprozess schon geschritten ist. Wenn er noch nicht ganz so weit ist, wie wir uns das wünschen, dann müssen wir weiter daran arbeiten. Aber darum geht es. Es geht darum, in dem Verhältnis der Gerichte untereinander deutlich zu machen, dass wir sehr vieles gemeinsam haben, dass es einen gemeinsamen Standard gibt, den man auch nicht unterschreiten darf, dass es aber eben auch kulturelle Besonderheiten gibt, die man berücksichtigen muss. Und dazu gehört in Deutschland ganz bestimmt das spezifische Konzept der wohlwollenden Neutralität zwischen Staat und Kirche. Auch unsere Sensibilität, wir haben kurz auf der Bootsfahrt drüber gesprochen, unsere Sensibilität für Fragen des Datenschutzes. Die deutsche Bevölkerung hat zweimal ein System erlebt, in dem sie systematisch ausgeforscht worden sind. Und dementsprechend besteht hier eine gewisse Sensibilität. Auch in Fragen der Menschenwürde sind wir aufgrund unserer Geschichte vielleicht etwas sensibler. Es gibt andere Mitgliedstaaten der EU, die haben mit Waterboarding kein Problem. Wir haben damit ein Problem und auch zu Recht. Und deshalb sind wir hier vielleicht auch etwas sensibler als andere. Und das müssen wir in einem europäischen Miteinander auch deutlich machen können. Und das ist nicht antieuropäisch, sondern Europa lebt gerade von dieser Vielfalt und das macht Europa stark und das müssen wir versuchen auch institutionell umzusetzen und dazu müssen auch die Gerichte ihren Beitrag leisten. Vielleicht müssten wir als Kirche natürlich auch versuchen, deutlich zu machen, dieses besondere Verhältnis oder diese Besonderheit ist keine Privilegierung der Kirche und das fällt nicht immer leicht, das also deutlich zu machen, aber wir müssten es auch offensiver und nachvollziehbar erklären, warum ist dieses Verhältnis für alle, nicht nur für die Kirche, eigentlich besser. Da haben wir vielleicht noch einiges zu tun, denn manchmal erscheinen dann die Diskussionen, auch in den aktuellen Debatten erlebe ich das ja, also die Kirche will sich durchsetzen, aber dass wir möglicherweise auch Dinge einbringen, Sie haben gerade ein paar Punkte zur Menschenwürde genannt, die jetzt nicht unbedingt kirchliche Themen sind, sondern wollen wir sagen, hier geht es um das Menschenbild, hier geht es um Grundlagen, die uns alle angehen, das ist wichtig. Ich wollte bei Ihnen noch nachfragen, Herr Kardinal, Sie haben eben vom Lernprozess auf Europaebene gesprochen. Wie schaut das mit dem Lernprozess Ihrer bischöflichen Kollegen aus? Ja, die Bischöfe sind genauso wie die Gerichte eingebunden in ihre Gesellschaften. Und genauso wie Herr Voskuhle gesagt hat, die Gerichte
die laizistische Kultur eines Landes mit aufnehmen. Da brauchen Sie nur die Biografien der einzelnen Richter anschauen. Dann ist das eine starke, starke Prägung. Und das gilt natürlich für die Bischöfe auch. Die sind da manchmal antilaizistisch geprägt, weil sie eben ein Verhältnis zum Staat haben oder hatten dann auch, erst recht im Kommunismus, was natürlich wieder eine besondere Prägung hat, dass die kleinen Länder sehr stark um ihre Identität ringen, anders als das vielleicht in unserem Land der Fall ist mit einem großen Föderalismus, wo man, glaube ich, auch große, gute Erfahrungen gemacht hat, mit Vielfalt umzugehen und nicht eine einzige Identität, was immer das sein mag, schwieriges Wort, und dass diese Länder, die auf der Suche sind, könnte der Glaube, das Christentum, ist das ein Teil unserer Identität, was bedeutet das für das Nationalgefühl? Also ich versuche immer Verständnis zu wecken für die Unterschiedlichkeit auch der kirchlichen Wahrnehmung in den Ländern. Dass nicht alle so denken immer wie wir. Genauso wie bei den Gerichten muss ich dann auch sagen, es gibt unterschiedliche Prägungen, aber es gibt eben Standards. Und da haben wir den Heiligen Vater. Wir sind ja katholisch, können sagen, also bitte, hier gibt es ein paar Standards, da können wir nicht absinken. Es gibt das Kirchenrecht, es gibt die Theologie, es gibt das Neue Testament, wir können uns nicht die Kirche selber erfinden und das, was richtig ist, was Menschenwürde. Und darüber muss man streiten. Aber ich glaube, es ist nicht so ganz einfach, in einer wirklich offenen, freien Gesellschaft zu leben. Wir haben es gelernt, Schritt für Schritt, auch nicht immer einfach, wenn Sie die Debatten der 50er Jahre anschauen, zwischen Kirche und Staat und Öffentlichkeit. Und da sollten wir auch Geduld haben, dass das in anderen Ländern seinen besonderen Weg gehen muss, unter besonderen Bedingungen stattfindet. Auch Rückschläge kann es da geben. Aber wir müssen uns gegenseitig helfen, dass eine Alternative zu einer wirklich wertgebundenen, aber offenen, freien Gesellschaft für mich nicht erkennbar ist und dass wir als Kirche die Verpflichtung haben, auch aus theologischen Gründen, aus sozialethischen Gründen, für die Freiheit einzustehen und nicht Unfreiheit zu befördern. Über diese Bereiche einer offenen Neutralität zwischen Kirche und Staat, glaube ich, kann hier zumindest in dieser Runde schnell Einigkeit erzielt werden. Also das Bremsen radikaler Richtungen, die persönliche Freiheit, die Möglichkeit auch des Diskurses in die Gesellschaft hinein, wo es vielleicht etwas unterschiedliche Ausrichtungen gibt im Blick auf die Wurzeln. Wie lebt ein Staat? Woher kommen die großen oder die kleinen Identitäten? Woher kommt die Gemeinschaft, die zusammenführt? Und deshalb ist in dieser Runde natürlich, es wird Sie nicht überraschen, muss natürlich jetzt Böckenförde 1964 zitiert werden. Und mal richtig zitiert, dort wird nämlich häufig falsch zitiert. Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Diese Voraussetzungen des freiheitlichen, säkularisierten Staates beziehungsweise des im Sinne von Jürgen Habermas postsäkularen Staates, was sind das? Herr Präsident. Ja, ich bin natürlich mit diesem Diktum auch groß geworden und Herr Böckenförde hat lange in meiner Bibliothek im Institut für Staatswissenschaft und Rechtsphilosophie in Freiburg gesessen, hat seine letzte Rechtsphilosophie als emeritierter Professor dort geschrieben und wir haben uns viel ausgetauscht. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der Satz so richtig ist, weil er nämlich genau das nicht aufnimmt, was wir gerade besprochen haben. Der Staat kann die Dinge vielleicht nicht garantieren, aber er kann sie ermöglichen. Er kann einen Rahmen schaffen, in dem sich diese Dinge entfalten können. Und er kann das aufnehmen, was seine Wurzeln sind. Und wenn wir das mal sehen, wir haben eine Präambel, in der wir Gott nennen. Es ist keine Invocatio, aber es ist eine Nominatio. Und in der wir diese Wurzeln einbeziehen, sie als Teil unseres verfassungsrechtlichen Versprechens machen. Und das, was da in der Präambel gemacht worden ist, ist Menschenwerk. Es ist der Staat, der das gemacht hat, der sich eine Verfassung gegeben hat.
Und wir erkennen daran, dass wir also nicht nur auf so einen vorstaatlichen Bereich verweisen können, und so wird diese Formel häufig missverstanden, in der sich dann Gemeinschaft gefunden hat und auf einmal Staatlichkeit sich entwickeln konnte, sondern der sich ausbildende moderne Staat, zunächst im aufgeklärten Absolutismus, war eben auch in der Lage, wenn er gut organisiert war, diese unterschiedlichen Wurzeln aufzunehmen und zu integrieren. Deshalb möchte ich mir auch keinen Staat vorstellen, der sich um diese kulturellen Voraussetzungen nicht kümmert und der nicht versucht, sie jedenfalls sozusagen zu ermöglichen. Und das ist ein bisschen dieser, sagen wir mal, Subson, der in dieser Formulierung mitschwingt, der mir daran nicht so gefällt. Herr Kardinal. Ja, da kann ich durchaus mitgehen, weil es ja eine positive Kritik ist, zu sagen, also ein bisschen mehr können wir schon vom Staat erwarten, zum Beispiel eben diesen Möglichkeitsraum zu eröffnen. Er kann das nicht produzieren, auch die Kirche kann nicht einfach Werte produzieren. Wir erkennen das an, in jedem persönlichen Leben wird das dann Wirklichkeit, in der Familie, in der Erziehung, in den unabsehbaren und unzähligen Einzelhandlungen von Menschen entsteht Kultur im Widerspruch und im Konsens und in einer neuen Entwicklung, in der Neugierde. Und es ist eine große Frage, wie überhaupt Werte entstehen. Sie sind jedenfalls nicht nur einfach irgendwo abgelagert und dann sind sie da. Sie können ja nur da sein, wenn Menschen sie überzeugend leben, wenn sie also auch wirklich spürbar sind. Der Soziologe Hans Joas hat ja mal gesagt, die Werte entstehen und Überzeugungen entstehen, wenn zwei Punkte zusammenkommen. Das eine ist eine starke Erfahrung, dass ich wirklich ein Gefühl für etwas Großes habe, und das andere ist ein Interpretationsrahmen. Das will heißen, ich habe auch ein paar Bilder, Erkenntnisse, das, was wir lernen in der Schule. Aber ohne starke Erfahrungen wird das nicht zur Grundüberzeugung. Eine rein gelernte Überzeugung ist keine Überzeugung. Das gehört zusammen. Und da können die Kirchen natürlich eine Menge tun. Also wenn, dann ist Religion, Kultur, Familie, das sind die Orte, wo diese Erfahrungen gemacht werden, aufgrund einer Interpretation. Das heißt, wir haben die biblischen Geschichten, wir haben den christlichen Glauben. Und im Rahmen dieser Erzählgeschichte vollzieht sich unser Leben und wir erkennen, das ist gut und das ist böse. Das ist richtig und das ist falsch. Das ist eigentlich der Sinn meines Lebens und das nicht. Das verwerfe ich, das ziehe ich vor. Und das ist eigentlich damit gemeint, das kann der Staat nicht machen. Aber er muss das fördern. Ich würde sogar über ermöglichen hinausgehen. Er kann fördern, dass Familie da ist. Deswegen ist ja der Artikel da, Schutz von Ehe und Familie. Er kann fördern, dass freie Assoziationen da sind, die sich bilden, Vereine, Subsidiarität. Das ist eine notwendige Voraussetzung für ein lebendiges Gemeinwesen. Und das meinte Böckenförde, dass der Staat sich bitte bewusst ist, das geht nicht von alleine. Da kann man etwas tun und du kannst das nicht alleine garantieren, dass es so geht. Auf der gleichen Seite, wo dieses berühmte Zitat, das berühmteste Zitat von Böckenförde überhaupt steht, wird die Erziehungsaufgabe und die Bildungsaufgabe betont. Und hier hat der Staat aufgefordert, oder das zu fördern. Mich würde interessieren, was Sie hinter ermöglichen, was sich für Sie hinter ermöglichen verbirgt. Was heißt, der Staat ermöglicht jetzt christliche oder überhaupt Bildung, er ermöglicht Reflexion der eigenen Wurzeln? Das ist eigentlich, würde ich jetzt sagen, wenn ich vom Freiheitsverständnis herkomme, selbstverständlich, dass das ermöglicht wird. Ja, also so selbstverständlich ist das nicht. Also wir sind da jetzt in einem schwierigen Bereich und wir müssen den Raum versuchen zu beschreiben, der zwischen dem Identifikationsverbot, das ist mit dem Neutralität, Identifikationsgebot des Staates mit der Kirche und der Ermöglichung der Zugewandtheit da ist. Und die Ermöglichung bedeutet zum Beispiel der Körperschaftsstatus. Das ist eine erstmal sehr technische, juristische Form. Das haben sich Menschen ausgedacht, dass es eine juristische Person gibt, die bestimmte Vorteile
hat, dann steuerrechtlich, haftungsrechtlich, von der Art und Weise, wie sie integriert werden kann, wie man mit ihr arbeiten kann. Also es gibt dann eine Vertretung, die kann für die ganze Körperschaft sprechen. Und dadurch sind die beiden großen christlichen Kirchen, aber es gibt auch ein paar andere Körperschaften, Religionskörperschaften, sind ansprechbar und sie sind handlungsfähig in dem Gemeinwesen. Und wir erkennen zum Beispiel an den Schwierigkeiten, islamische Gruppen zu integrieren, was dieser Körperschaftsstatus an Ermöglichung bedeutet. Er schafft es, dass diese Gemeinschaften aktiv sich in einem gesellschaftlichen Bereich artikulieren können, ansprechbar und handlungsfähig sind. Also etwas, was auf den ersten Blick sehr technisch wirkt und wenig, also das spricht keinen an, nicht, wenn man sagt Körperschaftsstatus der Kirchen. Dahinter verbirgt sich aber sehr viel. Da verbirgt sich eine lebendige Kirche, die sozusagen teilnehmen kann und die etwas ins Werk setzen kann. Und es gibt eine Reihe von anderen Beispielen. Mit dem Körperschaftsstatus ist zum Beispiel verbunden das sogenannte Privilegienbündel, dass die Kirchen in der Lage sind, Kirchensteuer einzuziehen, dass sie das wiederum mit einem Vertrag regeln können, mit dem Staat, dass die Finanzämter des Staates das für die Kirchen machen. Das hängt auch wieder mit dem Körperschaftsstatus zusammen. Also wir sehen, dass eine sehr juristische Konstruktion, die hier niemanden vom Stuhle reißt, dass die aber für das für den Alltag der Kirchen von zentraler Bedeutung ist. Und das sind die Möglichkeitsräume, die der Staat darstellen kann. Es gibt auch viele andere Bereiche, gerade im Bereich der Diakonie und der Caritas, wo der Staat auch eine lebendige Kirche ermöglicht, indem er zum Beispiel kooperiert, indem er unterstützt, Subventionen gibt und sagt, wenn ihr Aufgaben übernimmt, die teilweise unsere Aufgaben sind, dann beteiligen wir uns daran, aber wir erkennen an, dass ihr etwa bei einer Schule, die glaubensgebunden ist, dass ihr natürlich da auch euren Glauben leben wollt. Und das ist jetzt in Nordrhein-Westfalen, gibt es da zum Beispiel relativ viele solcher Schulen. Meine Frau ist auf einem katholischen Mädchengymnasium groß geworden. Da gibt es Unterstützung und Kooperation. Und auch hier ist der Staat, er identifiziert sich nicht, aber er ermöglicht. Aber gerade diese Ermöglichungen reißen zwar jetzt uns nicht vom Hocker, weil wir es als selbstverständlich nehmen, aber zum Beispiel die Gruppen der Konfessionsfreien, wie sie sich definieren, 2014, glaube ich, sind zum ersten Mal bei Ihnen im BVG eine ganze Gruppe von Konfessionsfreien aufgetaucht und haben das, was Sie jetzt als Ermöglichung angesprochen haben, sehr, sehr kritisch in Frage gestellt. Ich frage jetzt nicht, wie Sie damit umgehen und umgegangen sind bei dem Gespräch, sondern wie Sie die Entwicklung, die Trends in der Gesellschaft einschätzen im Blick auf diese Ermöglichungen, die ja also schon in gewisser Weise klare positive Vorgaben für Körperschaften sind, in denen vor allem im Moment die klassischen Kirchen sich zeigen können. Also was die beiden großen Kirchen angeht, sehe ich da im Augenblick wenige Probleme. Es gibt ein paar Dinge, die können wir noch sprechen, über das kirchliche Arbeitsrecht und auch vielleicht über Fragen der Symbolik. Aber ich glaube, die großen Schlachten sind hier geschlagen. Was interessanter ist, werden wir es schaffen, andere religiöse Gruppen in dieses Konzept mit zu integrieren, und zwar in positiver Art und Weise. Freiheit, das hat mir sehr gut gefallen, wie Kardinal Marx das gesagt hat, Freiheit ist immer auch Verantwortung. Freiheit heißt auch immer, ich muss mich für etwas sozusagen entscheiden, wie in der Liebe, und ich muss auch dafür Verantwortung übernehmen. Und wenn wir jetzt islamische Glaubensgemeinschaften integrieren wollen, dann wollen wir auch, dass sie auch Verantwortung für unser Gemeinwesen übernehmen. Das müssen wir organisieren, dafür müssen wir eine Form finden. Und ich glaube, da liegen Herausforderungen auf der einen Seite, und wir müssen auch dafür sorgen, dass das, was unsere eigene Identität ist,
weiter sozusagen sichtbar ist und wir also nicht in einem sozusagen großen Kuddelmuddel oder einem Anything Goes enden, sondern dass auch Differenzen deutlich werden. Zwischen den Glaubensgemeinschaften, dass es hier etwas Gemeinsames gibt, aber es gibt eben auch was Trennendes und diese Differenzen dürfen, glaube ich, nicht überspielt werden und der Staat hat die Aufgabe, wenn Sie so wollen, als wohlwollender Schiedsrichter diese Auseinandersetzung zu begleiten und im Sinne dieser wohlwollenden Neutralität auch Möglichkeiten und Formen zu schaffen, in denen dann eine solche Verantwortungsübernahme, eine solche Integration möglich ist. Hier kommt natürlich ein Problem auf, dass seitdem wir eben nicht nur Christen in unserem Land haben, sondern auch andere Religionen, sich wirklich stellt, wie kann der Staat sozusagen wie der alte römische Staat nachher zwischen Religio licita und illicita, erlaubte, nicht erlaubte Religion unterscheiden. Da habe ich, als die Diskussion damals anfing mit dem Kopftuch, auch ein wenig geschluckt zunächst. Dann, was kommt hier jetzt auf uns zu langfristig? Man denkt ja immer dann mal, was kommt am Ende da raus? Ne? Ist, da haben wir nachher einen Staat, der selber sagt, was Religion eigentlich, was gute Religion ist und weniger gute Religion, könnte uns das auch mal treffen und so weiter. Also ich gebe Ihnen recht, für die beiden christlichen Kirchen ist das augenblicklich nicht das Thema, aber ich stelle eben fest, Religion ist ein nicht einfacher Begriff. Und was wir in unserem Land, wir haben es ja positiv eben beschrieben, erreicht haben mit dieser wohlwollenden Neutralität, ist sehr stark am Christentum orientiert, an der Geschichte des Christentums. Mir sagen die Muslime, die waren bei mir und haben gesagt, Herr Kardinal, wir wollen ja gar keine Kirche sein. Ja, wir sind keine Kirche, wir wollen keine Kirche sein. Das heißt, unsere Vorstellung von Religion ist geprägt von der christlichen Kirche, wo ein Akteur ist, ein Verantwortlicher, mit dem man Verträge macht, der eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, der eine reflektierte Theologie hat, die auf wissenschaftlichem Niveau an den Universitäten gelehrt wird, zumindest auch die an den Universitäten vorhandenen Fakultäten dürfen durch den Wissenschaftsrat überprüft werden, ob die ordentlich arbeiten oder ob die einfach nur irgendwie eine Ausbildung machen, die nicht dem Standard entspricht. Da haben wir eine nicht immer ohne Streit sich vollziehende, aber dann doch gute Geschichte miteinander zwischen Staat und Kirche. Das haben wir in den Bereichen überhaupt nicht. Wir haben keine akademisch gebildeten Imame, jedenfalls weitgehend nicht. Und das ist nicht der Fall. Wir haben das nicht. Und ich will das auch gar nicht bewerten. Das steht mir gar nicht zu als Kardinal und als Bischof. Ich stelle nur fest, hier ist eine Schwierigkeit, wenn der Staat sagt, wohlwollende Neutralität der Religion gegenüber und das gegenüber Religion diffuser wird. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und darüber müssen wir diskutieren. Wir wollen natürlich nicht als christliche Kirchen dann sagen, ja, weil es jetzt offener ist, der Religionsbegriff, gehen wir einfach sozusagen im Niveau runter in der Staat-Kirche-Beziehung und passen uns dann diesem neuen Feld an. Das würde zu einem Verlust führen unserer Identität und könnte zu neuen Aggressionen oder Spannungen führen. Aber es ist eine wirklich delikate und große Aufgabe. Ich meine, das Staatskirchenrecht sei nicht überholt. Der Staat kann durchaus sagen, hier sind Religionsgemeinschaften, die aus der Erfahrung, die wir mit ihnen gemacht haben, einen großen Beitrag leisten. Mit ihnen kann ich ein besonderes Verhältnis unterhalten. Das ist keine Diskriminierung anderer Religionen. Wenn die anderen Religionen auch dort entstehen, in einer Weise dem Staat zeigen können, dass sie einen Beitrag leisten in dieser Weise und die Kriterien auch erfüllen, dann kann das in der Zukunft der Fall sein. Im Augenblick kann ich das nicht erkennen, aber das stellt dann den Staat vor die Sprache und die Richter vor die Frage, wie man dann mit diesen Religionen umgeht. Und das wird eine große Herausforderung sein. Und nicht nur mit den Religionen, sondern mit den Nichtglaubenden oder mit den Konfessionsfreien. Es gibt ja auch die Anfragen, kann es nicht für Humanisten jemanden geben in der Bundeswehr oder in der Krankenhausseelsorge. Also darf man mal auf die Zahlen schauen. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen nüchtern sein. Aber ja, und die Humanistische Union bekommt ja, Herr Schuller, aber die Humanistische Union bekommt ja auch Zuwendungen vom Staat. Es ist ja nicht so, als bekämen sie keine Zuwendung. Es ist ja nicht wahr.
dass die Kirche nur in Bayern jedenfalls ist das so, die Humanistische Union bekommt auch diese Zuwendung und die anderen Religionsgemeinschaften auch. Jedenfalls die jüdische Gemeinschaft bekommt sie, muslimische noch nicht. Aber es ist nicht nur eine Frage der Christen. Das ist nicht ganz richtig. Ne? Das, ja, das darf man sich nicht drauf, auf die Spur darf man sich nicht begeben, dass man sagt, wir werden ja überhaupt nicht im Blick. Es ist nicht eine Frage der Christen, es ist aber nicht auch eine Frage der anderen Religionen, sondern es ist auch eine Frage derer, die weder muslimisch noch christlich sind. Man kann ja nicht als Humanist, na gut, aber kann sagen, ich vertrete alle konfessionslos. Ja, das kann man nicht. Also da muss ich schon sagen, das ist Problem. Da reicht mein juristischer Sachverstand aus, um zu sagen, das ist illegitim. Einfach zu sagen, weil ich konfessionslos bin, spreche ich für alle konfessionslos. Das kann man nun wirklich nicht. Da sehen Sie auch kein Problem. Nein, das ist auch eine Vereinigung, die muss dann auch auf Dauer tätig sein, die muss natürlich sich nach den Kriterien, die wir haben, kann man sie dann auch anerkennen. Und es ist mir jetzt, ist nicht meine Aufgabe, da Ratschläge zu erteilen, aber ich glaube, Kirchen können da ganz entspannt sein. Das ist ein Teil sozusagen der Vielfalt, dass es Gruppen gibt, die das anders sehen und die sich da sehr aktiv natürlich dann einmischen. Das führt dann zu manchmal schwierigen Fragen. Also der erste Senat hatte etwa die Frage zu klären, wie denn der Karfreitag geschützt werden kann, der stille Tag. Und wenn dann so eine humanistische Union es sich zum Ziel setzt, den Tag, den andere als höchsten Feiertag still begehen wollen, zu stören, beziehungsweise dort ein Tanzfestival zu veranstalten, dann führt das zu Rechtsproblemen. Klar, die müssen wir irgendwie dann lösen, aber das kriegen wir hin. Also das können Sie uns vertrauen. Das. Sehr schön. Dann frage ich mal weiter, wenn wir jetzt bei konkreten Punkten sind. Sie haben vorhin das Thema Arbeitsrecht der Kirchen angesprochen. Mhm. Sind Sie zufrieden mit dem, was von der Deutschen Bischofskonferenz gekommen ist? Ja. Gut, dann, der Herr Kardinal ist ja schon zufrieden. Es waren zwei Punkte, die eigentlich vor den Gerichten gelandet sind, ob das immer sein muss, ist eine andere Frage, aber es hilft dann doch, Dinge zu klären. Also insofern bin ich jetzt nicht einer, der gleich, oh, sagt um Gottes Willen zum Gericht. Dafür sind die Herren ja da und die Damen, die dann da sitzen, das zu klären. Das war das Bundesarbeitsgericht, die Beteiligung von Gewerkschaften, das war ein wichtiger Punkt. Ich komme aus der katholischen Soziallehre, ich habe da nicht so ein großes Problem damit. Selbstverständlich, das war eine These meiner Doktorarbeit, müssen die Prinzipien der Soziallehre der Kirche auf die Kirche selber angewandt werden. Im Rahmen der dogmatischen Grenzen, also das ist klar, aber das ist weitgehend eigentlich legitim. Und da kann sich auch etwas weiterentwickeln. Das andere ist eben, an welchen Stellen wollen wir Menschen auch haben, die katholische Überzeugung selber teilen und auch durch ihr Leben sozusagen Zeuginnen und Zeugen der Kirche sind. Und da ist eigentlich für mich der Grundgedanke immer gewesen, und da sehe ich im Augenblick nicht, dass das Bundesverfassungsgericht oder die staatlichen Verantwortlichen daran etwas rütteln wollen, dass die Kirche hier eine gewisse Autonomie hat, natürlich nicht außerhalb des Grundgesetzes, sondern eine Autonomie, ihre Dinge aber nachvollziehbar, glaubwürdig selber zu regeln und deutlich zu machen, warum sie an den und den Stellen das und das tut. Und wenn man das gut begründen kann, dann wird das auch für die Zukunft durchaus möglich sein. Dass sich hier auch Veränderungen ergeben, zum Beispiel in der Kirche selber, also Stichwort Wiederverheirat, geschiedene Lebensformen, in denen Menschen sich befinden, Homosexualität, das Thema, was wir immer wieder dann auch haben, was vor 50 Jahren vielleicht nicht das Thema war, was man diskutiert hat, dass das sich auch verändert, auch innerhalb der Theologie. Da kann, denke ich, ein Gerichtshof sagen, das müsst ihr unter euch klären. Ihr müsst es mir, Gericht, Bundesverfassungsgericht, deutlich sagen, das ist jetzt eure Überzeugung. Und das hat die Autorität der Kirche festgehalten. Und so verbindlich ist das für die Mitarbeiter. Und ihr setzt das auch durch. Dann kann man damit leben, aber nicht mit einem Durcheinander. Da wird natürlich ein Richter sagen, ja, was ist hier los? Ne? Seid ihr in einer Linie? Aber dass sich etwas verändert, dass wir einfach sagen, so wie es einmal war, wird es immer bleiben. Und da haben wir versucht, eine Öffnung in Gang zu bringen. Das war nicht ganz einfach in der Bischofskonferenz, das gebe ich zu. Heftige Debatten, weil man auch da Identitätsverluste ständig diskutiert, und ich bin der Meinung, man muss diese Zielrichtung, was ist eigentlich die katholische Identität, vielleicht nicht nur, sage schon auch, aber nicht nur am Taufschein des Mitarbeiters festmachen,
Es können auch Menschen mit uns arbeiten, in unserer Zielrichtung. Weltweit ist das sowieso eine Selbstverständlichkeit. Die sagen, das, was ihr wollt in dieser Schule, das trage ich mit. Was in diesem Krankenhaus gewollt wird, dieses Leitbild, das trage ich mit, auch wenn ich nicht katholisch bin. Aber da stehe ich damit dafür ein. Und das muss man klären. Und da sind wir, glaube ich, auch in einer Diskussion. Herr Präsident, sind Sie mit der augenblicklichen Situation zufrieden? Ich kann das nur unterstreichen, was Kardinal Marx gesagt hat. Das sind schwierige Felder. Wir haben uns in dem sogenannten Krankenhausfall, dem Chefarztfall, auch intensiver damit beschäftigt. Das darf ich sagen, ohne das Beratungsgeheimnis zu verletzen. Das ist eine abgewogene Lösung meines Erachtens, die da herausgekommen ist. Man wird sehen müssen, ob die sich im europäischen Kontext dann so dauerhaft durchsetzt. Ich glaube, dass man mit dieser abgewogenen Lösung gut fahren kann. Wichtig war an dieser Entscheidung auch, deutlich zu machen, dass das, was das Selbstverständnis der Kirche ausmacht, dass man das natürlich nicht in völlig ökonomisierten Bereichen geltend machen kann. Also, um es mal klar zu sagen, da, wo die Kirche nur Geld verdienen will und als normales Unternehmen auftritt, da kann sie nicht irgendwelche Sonderrechte geltend machen und sagen, uns ist aber ganz wichtig, dass hier unsere sozusagen Einschränkung des Kündigungsrechts gelten und wir auch mal jemanden entfernen können. Das war den Betroffenen so im Hintergrund immer, glaube ich, klar. Aber es war jetzt auch noch mal ganz wichtig, das deutlich zu sagen, weil es natürlich große Bereiche der karitativen Bereich gibt, die vollständig kommerzialisiert sind, in denen es auch, sagen wir mal, der kirchliche Auftrag nur noch in homöopathischen Dosen spürbar ist. Und, kann man das so genau feststellen? Naja, es gibt schon Bereiche, also wenn Sie etwa sich anschauen, den Bereich Krankenwagen, also Verteilung, wie Krankenwagen eingesetzt werden, das sind heftige Verteilungsdienste. In dem Augenblick, in dem Sie da in den Krankenwagen kommen und irgendwo hingefahren werden, ist, glaube ich, der kirchliche Hintergrund, der religiöse Hintergrund relativ gering. In dem Augenblick, in dem Sie in einem Krankenhaus sind, ist es schon wieder was ganz anderes. Aber das ist eine sehr technische Geschichte, sehr schnell von A nach B zu kommen, entweder mit dem Auto oder dem Hubschrauber. Ob da unbedingt derjenige, der das macht, dann in der katholischen Kirche sein muss und sich dann, wenn er sich scheiden lässt und neu heiratet, aus dem Dienst entfernt werden kann, das weiß ich nicht. Also da wäre ich jetzt etwas zurückhaltend. Und so gibt es noch so ein paar andere Bereiche und ich glaube, die müssen wir dann auch mal benennen. Und da tut die Kirche auch gut dran, wenn sie da sagt, die geben wir mal frei. Um dann in anderen Bereichen auch deutlich sagen zu können, hier ist es uns wichtig und da wollen wir auch, dass unser Grundverständnis dominant bleibt und davon lebt auch dieses Unternehmen. Und das weiß man zum Beispiel, wenn man in ein konfessionsgebundenes Krankenhaus geht. Das ist halt anders, als wenn Sie in ein normales Krankenhaus gehen. Und die Menschen, die da hingehen, erwarten auch, dass das dort in dieser Art und Weise geführt wird. Und ich glaube, das muss man dann auch ermöglichen. Und dafür bedarf es auch gewisser Rahmenbedingungen. Sie können dann nicht in einem katholischen Krankenhaus eine Reihe von Ärzten haben, die, sagen wir mal, für die Humanistische Union permanent Reklame machen. Das ist, glaube ich, keine gute Situation. Ich glaube, es ist natürlich so, dass im Wesentlichen geht es ja um die Bereiche der Caritas. Die pastoralen Felder sind immer absolut klar, dass ein pastoraler Mitarbeiter in der katholischen Kirche sein muss und den Glauben der Kirche teilen sollte und sein Lebenszeugnis gibt, war ja nie ein Thema. Oft ist es eben gegangen um diese großen karitativen Bereiche, die sich in den letzten 20, 30 Jahren eben auch zu erwerbswirtschaftlichen Betrieben entwickelt haben. Das war früher nicht der Fall, das war gemeinnützig praktisch oder staatlich. Und unsere Betriebe sind natürlich die karitativen gemeinnützig, aber da gibt es eben auch Bereiche, da haben Sie völlig recht, von der Unterbringung von Pilgern angefangen bis wo auch immer, also dass Hotelbetriebe da sind und anderes. Also ich denke, wenn man da, so habe ich in der Bischofskonferenz auch gesagt, wenn wir wirklich
durch eine solche Diskussion oder auch durch das Bundesverfassungsgericht noch mal darauf hingewiesen werden, dass wir genauer hinschauen müssen, wo ist es uns wirklich wichtig und wo sind die entscheidenden Punkte, an denen wir festhalten müssen, um zu sagen, an diesen Schlüsselpositionen, an diesen Führungspositionen, in diesem Aufgabenbereich, da erwarten wir eine engere Bindung an die Kirche. Dann wird das auch gelingen. Aber wenn wir es zu allgemein auf alles übertragen, wird das nicht gut gehen. Und da sind wir im Augenblick dran. Wir haben ja diesen Beschluss gefasst in der Bischofskonferenz. Ich habe aber gleichzeitig gesagt, lass uns noch ein Projekt machen, dass wir vielleicht ein bisschen grundsätzlicher auch über die Zukunft des kirchlichen Arbeitsrechts nachdenken und stärker, wie es schon im jetzigen Arbeitsrecht drin ist, die Institutionen verpflichten, deutlich zu machen, wofür sie stehen. Also die Verantwortung der Institutionen nochmal stärker ins Gewicht zu bringen, im Gegensatz zu den einzelnen Akteuren und Mitarbeitern. Nur, das ist, glaube ich, eine wichtige Seite. Da muss man klar sagen, wer, wo. Aber die Institutionen haben die Verantwortung für die Kirchlichkeit. Also da meine ich, ist noch weitere Diskussion möglich, aber da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir da vorankommen. Da gibt es Arbeitsgruppen, da gibt es Überlegungen. Also für das Gericht und ich denke für die Öffentlichkeit ist wichtig, dass wir das nachvollziehbar erklären können, wie wir das meinen und wo wir nicht verzichten wollen auf eine engere Bindung an die Kirche. Und wenn das plausibel ist, wird das auch gerichtsfest bleiben. Konsens? Konsens. Ja, dann kommen wir zu einem Punkt, wo es im Moment in der Gesellschaft ja nicht nur Konsens gibt. Wir kommen um das Thema nicht herum. Ehe für alle und Gang nach Karlsruhe. Herr Kardinal, fangen Sie mal an. Ja, ich war ein wenig überrascht, muss ich sagen, weil wir wirklich, so war es mir bis jetzt gegangen, in Europa in der Diskussion positiv sagen konnten. Auch mit anderen Bischöfen konnte ich immer sagen, ja, wir haben das bei uns nicht. Wir haben ein Partnerschaftsgesetz, aber ihr müsst auch als Bischöfe, das sage ich euch in den anderen Ländern, wenigstens dafür sein, dass der Staat das macht. Man muss ja klar sagen, was ist Aufgabe des Staates, was ist Aufgabe der Kirche. Es geht nicht darum, dass kirchliche Auffassungen in staatliche Gesetze kommen. Das kann nicht sein. Hier argumentieren wir, hier ist etwas, was zu tun hat mit Grundlagen, die dem Staat nicht einfach in der Definition anheimgestellt sind. Das heißt, hier hat er nicht die volle Definitionshoheit, würde ich sagen. Darüber kann man natürlich rechtsphilosophisch streiten. Also konnte ich immer sagen, in Deutschland haben wir hier eine klare Trennung. Es gibt fast gleiche Rechte für die Partnerschaften. Als Kirche sehen wir das nochmal anders. Das ist ja noch, aber was der Staat tut. Und die Ehe ist ein Aliud, sagt das Bundesverfassungsgericht, was wir für richtig halten. Also das heißt nicht, das sind bessere Menschen, schlechtere Menschen. Wir haben hier nicht mit Kategorien von Sünde zu arbeiten. Wir reden hier über die Gesellschaft, über den Staat, wie der Staat das zu regeln hat. Und deswegen war ich sehr überrascht, dass nun das innerhalb von wenigen Tagen überstürzt gemacht wurde. Ein Thema, was doch emotional für die Menschen von großer Bedeutung ist, das habe ich sehr bedauert. Und in den Diskussionen natürlich auch jetzt gesagt, mir würde es gefallen, wenn das beim Bundesverfassungsgericht, das sich über viele Jahre immer wieder mit dem Thema beschäftigt hat, aufschlägt, wie man so schön sagt, und dann vielleicht doch dem Rechtsfrieden aufgeholfen wird. Wir bleiben bei unserer Position, dass eben die Ehe nicht nur kirchlich, sondern bis jetzt war es auch Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, eine Verbindung von Mann und Frau ist, die offen ist für die Weitergabe des Lebens. Ich sehe die Sorge, dass auch ein neuer Bruch entsteht zwischen biologischer Elternschaft, sozialer Elternschaft. Wir hatten ja gerade dann auch noch kein Zusammenhang, aber da ging es um Abstammungsfragen. Es war eine Arbeitsgruppe, glaube ich, des Bundestages oder ich habe es nicht so ganz in Erinnerung. Das kam zufällig auch noch dann auf die Tagesordnung, sodass man natürlich sieht, hier ist eine Diskussion in Gang gekommen, die jetzt nicht nur behandelt werden kann, wann bekommen homosexuelle Paare die Gleichberechtigung, also unter dem Signum Diskriminierung von Homosexuellen. Das ist, glaube ich, nicht ganz der Bogen, den man schlagen kann. Also die Diskussionen werden da weitergehen. Und wir bedauern, dass wir nicht bei der Regelung geblieben sind und das Bundesverfassungsgericht eigentlich doch sehr nah dann auch, was die Rechte der Partnerschaften angeht, gegangen ist. Das ist Sache des Staates. Da hat die Kirche sich zurückzuhalten. Das ist Aufgabe des Staates. Aber der Begriff der Ehe ist doch etwas anderes.
meiner Meinung nach. Aber darüber wird gestritten. Sie werden jetzt sicher nicht antworten, weil Sie vielleicht dann entsprechend damit ja, das Gericht kann sich nicht aussuchen, welche Fälle es bekommt. Es ist ein Gericht und wenn es zulässig angerufen wird, dann muss es entscheiden. Genau. Und das werden wir auch in diesem Fall tun. Ja, aber die beiden Positionen sind nicht unbekannt und Sie können gar nichts. Ich meine, wir müssen sehen, in Europa ist das unter dem Signum eben der Gleichberechtigung gelaufen und dann ist es sehr schwer, andere Argumente mit hineinzubringen. Das ist ein sehr starkes und emotionales Argument und ich will auch gar nicht richten über Positionen. Für uns ist wichtig, dass natürlich der Staat irgendwann auch mal nicht auf die Idee kommt, uns noch in unserer Definition von Ehe zu bedrängen. Das ist nicht der Fall. Da müsste ich zum Kulturkampf wirklich ausrufen. Dann müsste ich das tun. Aber das sehe ich im Augenblick nicht kommen. Oder eben tatsächlich, wie manche schon befürchten, dass das nochmal ausgeweitet wird auf Verwandtschaften, auf mehrere Personen. Und das jetzige Gesetz sieht also konsequent nur eine homosexuelle Partnerschaft vor, soweit ich das wahrgenommen habe. Also mir ist klar, dass Sie hier ruhig bleiben werden. Kommen wir zu einem Punkt, wo Sie schon deutlich etwas sagen können. Sie waren kurze Zeit Präsident einer Universität mit einer ganz starken und traditionsreichen theologischen Fakultät. Theologische Fakultäten an staatlichen Universitäten. Gedanke von Ihnen dazu? Es hat sich sehr bewährt und Freiburg ist ein gutes Beispiel dafür, dass man hier auch gemeinsam in einer wirklich produktiven Art und Weise versucht, einen Raum zu schaffen, in dem eben wissenschaftlich, rational über Theologie nachgedacht wird. Und die Freiburger Theologie war auch immer eine Theologie, die sich für praktische Zusammenhänge interessiert hat. Insofern war das, glaube ich, auch für die katholische Kirche hilfreich, sozusagen in der alltäglichen Arbeit. Juristen kommen mit Theologen in der Regel sehr gut aus. Woran liegt das? Wir sind beides eine normative Wissenschaft, wir sind eine Textwissenschaft. Es geht auch um Wertungsspielräume, es geht um Methoden. Es geht um das ganze Leben, die ganze Welt. Das beschäftigt auch Juristen, die sich mit Staatslehre beschäftigen. Und insofern habe ich auch persönlich, wenn ich das so sagen darf, die Theologen immer als Bereicherung in Freiburg wahrgenommen, weil man mit ihnen auch vieles gemeinsam hat. Das muss einem auch klar sein, jetzt wissenschaftsgeschichtlich, ist eines der letzten wirklich interdisziplinären Fächer, die wir haben. Also die Geografie hatte das noch in diesem Maße, aber in diesem Umfang ist das ganz besonders. Und auch von daher gesehen, glaube ich, tun wir gut daran, das zu schützen. Wir sehen jetzt, was neue Herausforderungen angeht, dass es auch ein paar Lehrstühle zum Islam gibt, insbesondere an der Universität Münster. Ich glaube, in München überlegt man jetzt, ob man in Erlangen ist. Da sieht man, das ist eine Möglichkeit, mit sich zu öffnen als Staat, mit der Universität einen Raum zu schaffen, in dem man über Religion nachdenken kann, auf einem etwas höheren Niveau, als man das in anderen Zusammenhängen tun kann. Und ich würde mir noch mehr dieser Orte wünschen. Das ist bei der Besetzung von Lehrstühlen mitunter zu Problemen kommt, dass... Soll es nicht nur in der Theologie geben. Soll es nicht nur in der Theologie geben. Und da wollte ich auch gerade doch darum bitten, das nicht als ein Sonderproblem der Theologie darzustellen, sondern die Verteilung von wichtigen Lehrstühlen war immer problematisch. Und da wird immer gestritten, das gehört zum guten Ton. Und warum sollte das bei der Theologie anders sein? Das wäre eher die Frage. Das Problem ist einfach... dass wir, denke ich, auch der Wissenschaftsrat und andere natürlich davon ausgehen, wenn eine islamische oder buddhistische Theologie, was immer kommen mag, muss sie auf dem Standard arbeiten, dessen, was wir Wissenschaft nennen.
Das ist natürlich nicht so einfach. Wir sagen, das ist doch klar. Das ist es aber nicht unbedingt. Wir haben einen westlichen, sagen wir mal, kulturgeprägten Wissenschaftsstandard, der ja mittlerweile auch von einigen in Frage gestellt wird. Gibt es ja auch da Fake Science oder was, nicht? Also das ist ja alles ins Schwimmen geraten manchmal. Also alles nicht, aber manchmal bin ich erstaunt, nicht? Dass wissenschaftliche Erkenntnisse und die Methodik und wie man zu Ergebnissen kommt. Wissen aus dem Grund, habe ich gelernt in der Einleitung zur Philosophie. Was ist eine Wissenschaft? Von Aristoteles her. Und wir haben da eine eigene Zugangsweise. Und das muss klar sein. Und vielleicht ist es auch so, dass sich daran auch mal zeigt, Staat und Gesellschaft müssen hier zusammenwirken. Der Staat gibt einen Raum, aber dann muss auch im Disput, der Wissenschaftsrat etwa, oder die Theologien im Gespräch mit der islamischen Wissenschaft, müssen fordern, also dass man in die Diskussion kommt, nicht? Und dass man sich öffnet. Man muss von einer Wissenschaft, die an der Universität ist, erwarten, dass sie diskussionsbereit ist und dass sie ihre eigenen Grundlagen zur Debatte stellt und nicht nur im eigenen Bereich bleibt, sondern sagt, bitte, wir diskutieren darüber, wir müssen nicht eine Meinung haben, aber das, was argumentativ hineingestellt wird, muss, wie wir so schön sagen, Hand und Fuß haben. Da kann ich nicht einfach sagen, das glauben wir eben. So geht es nicht. Also man muss schon Wissenschaft betreiben. Und das könnte natürlich auch langfristig hilfreich sein. Ich glaube, eine Religion, das denke ich, hat nur Zukunft in einer modernen Gesellschaft, die hier auch kommunikativ anschlussfähig ist. Das hat Habermas ja schön formuliert, auch einmal, das ist notwendig. Das ist die Aufgabe der Theologie, deutlich zu machen, wir sprechen hier nicht von Märchen, wir sprechen hier nicht von dem, was wir uns ausgedacht haben. Wir haben eine Grundlage, die machen wir offen. Hier ist die Bibel, hier haben wir die Dogmatik, das Kirchenrecht. Und auf dieser Grundlage arbeiten wir wissenschaftlich und führen neue Erkenntnisse ein, verändern auch Positionen, wenn es notwendig ist, wenn die Wissenschaft uns auch auf neue Wege hinführt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist allerdings, und da ist etwas kribbeliger für uns, wenn es konfessionsgebundene Wissenschaft geben soll, wie Religionsunterricht, muss es eine Mitwirkung der Akteure geben, also der Kirchen. Und das ist ja bei uns geregelt durch Konkordate und Kooperation auf hohem Niveau, strittig manchmal, aber wie gesagt, das ist nicht das Aufregende, das gibt es woanders auch. Aber hier treten die Verbände jetzt ein beim Islam. Und das ist nicht Kirche. Und ich kann nicht einfach Gleiches gleich nennen. Da habe ich eine gewisse Sorge, wie eben bei der anderen Thematik mit Ehe auch. Man kann nicht einfach Ungleiches gleich nennen. Das ist ein bisschen schwierig. Jedenfalls muss man die Konsequenzen dann überlegen, wenn ich einen Verband, wo die Laien, die Nicht-Theologen das Sagen haben, zur Kirche mache und gar nicht weiß, wie viele Mitglieder diese Kirche hat, Anführungsstrichen, weil sie gar keine Register hat. Das geht nicht. Also muss ich sagen, das ist nicht der Standard, wie wir miteinander kooperieren, Staat und Kirche. Und da muss man, glaube ich, eine Entwicklung vorantreiben, wenn es möglich ist. Also ich kann die Bauchschmerzen durchaus nachvollziehen. Wir müssen aber auch sehen, dass wir natürlich von einem eigenen Vorverständnis ausgehen, das die anderen nicht unbedingt teilen. Und wenn wir jetzt dann das auch wissenschaftlich betrachten, es gibt eine Entwicklung in der Wissenssoziologie und Wissenschaftssoziologie, die sich sehr kritisch mit dem, was wir Reliable Knowledge nennen, also mit hartem Wissen auseinandersetzt und die nachgewiesen hat, auch experimentell, dass das, was wir naturwissenschaftlich für hartes Wissen halten, häufig eben nicht hartes Wissen ist, sondern dass die Dinge dann doch anders sind. Und dass hier auch sehr viele Wertungen, Fahrtabhängigkeiten und so weiter eine Rolle spielen. Und eine Errungenschaft dieser Diskussion ist der sogenannte imaginierte Laie. Was ist das? Der imaginierte Laie ist jemand, der in einem spezifischen Umfeld etwas erlebt und der das beschreibt und der deshalb in der Lage ist, vielleicht besser, so die Theorie, als Experten zu beschreiben, was notwendig ist. Häufig wird das zum Beispiel am Beispiel von Eltern expliziert, die behinderte Kinder pflegen und betreuen. Da sagt man, die Mutter, die das über viele Jahre macht, die weiß viel besser, was für diese Kinder gut ist und wie sie sozusagen behandelt werden müssen, als ein Professor an der Universität, der sozusagen darüber forscht. Und an diesem Beispiel erkennen wir, dass also auch neue Konzeptionen von Wissen
auch sinnvoll und bereichernd sein können. Und das kann natürlich auch der imaginierte Iman sein, der eben anders als wir das für richtig erachten aus unserer Tradition heraus, aber etwas einbringen kann, was wir vielleicht uns erstmal fremd erscheint. Und da würde ich für eine offene Gesellschaft plädieren. Ich sehe die praktischen Schwierigkeiten, aber wir sollten die Bereitschaft, da auch zu lernen, nicht von vornherein verweigern und sagen, wir wollen, dass es sozusagen dem klassischen humanistischen und beziehungsweise dem Humboldtschen Universitätsideal entspricht, was dann an der Universität da gelehrt wird. Das sollten wir nicht tun. Und da sehen wir eben auch, dass die Wissenschaft selbst neue Fragen aufwirft und sieht, dass das, was sie lange Zeit für unumstößlich gehalten hat, dass das eben auch nicht der Fall ist. Also gerade Laborstudien haben gezeigt, wenn man sie von Soziologen längere Zeit betrachten lässt, dass viele der Annahmen eben auch sich dann verändern können in der Zeit. Und das muss man zur Kenntnis nehmen und muss feststellen, dass wir in einer Situation leben, in dem der unglaubliche Zuwachs an Wissen nicht zu einem Zuwachs an Sicherheit geführt hat, sondern zu einer größeren Unsicherheit, weil der Zusatz an Wissen dazu geführt hat, dass wir wissen, dass wir noch weniger wissen. Und mit dieser paradoxen Situation müssen wir irgendwie leben. Also ich finde das sehr interessant, das wäre wirklich für eine neue Runde eine Diskussion, wie Wissen entsteht und was Wissenschaft bedeutet. Vor allen Dingen ist es ja auch wichtig, das habe ich in den letzten Jahrzehnten gemerkt, nicht zu reduzieren Wissenschaft auf Naturwissenschaft. Das war ja schon mal ein erster Schritt. Wenn man nach Amerika kommt, Science, dann denken die immer an Naturwissenschaft. Da gibt es keine Geisteswissenschaft. Dieser Unterschied ist schon auch etwas typisch von unserer Kultur her, dass man deutlich macht, ja, Philosophie, Literaturwissenschaft, Theologie, das sind Wissenschaften, auch wenn sie nicht so arbeiten wie eine Naturwissenschaft. Das wäre schon mal ein wichtiger Schritt. Und dann kommt ja auch noch hinzu, wenn es an der Universität stattfindet, ist das eine, aber das ist natürlich nicht die ganze Religion. Theologie ist nicht die Kirche, die Lebenspraxis, die Bewährung, die reflektierte Praxis. Also da bin der Meinung, das ist wahrscheinlich eines der größeren Projekte der nächsten Jahre, auch für die Philosophie, wissenschaftstheoretisch noch mal ranzugehen. Also das eine Extreme wäre eben zu sagen, wir fallen wieder zurück im Standard. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine Erweiterung des Wissensbegriffs gibt und dieser Scientismus, den wir doch sehr stark zelebriert haben. Also Naturwissenschaft ist eigentlich die Wissenschaft und alles, was empirisch überprüfbar ist, ist eigentlich die Wahrheit. Da begrüße ich sehr, wenn das in eine neue Epoche hineinkommt. Ohne die Erkenntnisgewinne, die da drin sind, hinter sich zu lassen, sondern zu erweitern. Herr Kardinal, dieser Begriff, der imaginierte Laie, wäre doch für unsere innerkirchliche, innerkatholische Diskussion auch ein spannender neuer Begriff. Jeden Tag abends habe ich den imaginierten Laien vor mir, in der Reflexion und in der Gewissenserforschung. Ja, die Zeit jagt. Ich habe noch sehr viele Themen, die wir dann persönlichen Gesprächen überlassen müssen. Aber eines doch noch zum Schluss. Sie hatten am Anfang schon mal darauf hingewiesen, religiöse Symbole vom Kopftuch bis zum Kreuz auf der Berliner Kuppel, wo ja jemand gemeint hat, da sollte man statt Kreuz haben, jetzt sind wir wieder bei den Naturwissenschaften, ein Mikroskop oben hinsetzen. Das wäre also eher dem Ganzen angemessen. Religiöse Symbole in der Öffentlichkeit kann, glaube ich, auch eine gute Schlussfrage sein. Herr Präsident. Ja, ich bitte um Nachsicht, wenn ich einfach jetzt nur sagen kann, was wir entschieden haben. Wir werden weiter entscheiden. Wir haben gerade einen Fall gehabt, der eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt hat. Das war eine Referendarin in Hessen, die mit Kopftuch ihre Referendarzeit ableisten wollte und der man das verboten hat, vor dem Hintergrund einer bestimmten Gesetzeslage, in der das so vorgeschrieben wird. Und die Frage war jetzt, wie man in einem einstweiligen Anordnungsverfahren damit umgeht. Ein einstweiliges Anordnungsverfahren ist ein Verfahren zur vorläufigen Sicherung einer Rechtsposition.
Und in diesem vorläufigen Verfahren macht das Bundesverfassungsgericht eine reine Folgenabwägung. Es löst nicht den Fall, sondern es schaut, wie stehen denn so die, was wäre, wenn die EA nicht erlassen wird und aber hinterher derjenige, der klagt, Recht hat, und was wäre im umgekehrten Fall. Und da haben wir gesagt, naja, diese Referendarzeiten, die lässt sich auch ohne diese bestimmten Situationen, in denen das Kopftuch dann verboten ist, also wenn man zum Beispiel als Staatsanwältin auftritt, das lässt sich ohne diese bestimmten Situationen, lässt sich die Referendarzeit ableisten. Insofern passiert dem Mädchen kein Unrecht, es kann das Kopftuch auch weiter aufbehalten. Wenn wir aber umgekehrt jetzt sagen würden, es darf das Kopftuch dann tragen, dann wäre das jedenfalls eine Veränderung der Justiz nach außen hin. Und wir wissen nicht, ob das so ohne weiteres mit der Verfassung kompatibel ist. Das müssen wir uns überlegen. Das machen wir aber erst im Hauptsacheverfahren. Insofern lässt sich aus dem Verfahren jetzt nichts ableiten für die Zukunft. Es war hier letztendlich dann eher ein einfacher Fall, dass man gesagt hat, der jungen Frau passiert kein Unrecht, und deshalb haben wir die EA abgelehnt. Ein anderer Fall war die Frage des Kopftuchs der Lehrerin, eine Entscheidung des ersten Senats, die getroffen worden ist, eine eher kompliziertere Entscheidung. Da zeigt sich die Frage, inwieweit muss ein religiöses Symbol eigentlich einen Konflikt herbeiführen, damit man dann darauf verzichten muss. Ich will das jetzt nicht kommentieren, das stand da im Vordergrund. Wir erleben aber, dass religiöse Symbole auch heute noch sehr wichtig sind, dass sie eine überschießende Tendenz haben, wenn Sie auch so wollen, und dass wir deshalb bewusst mit ihnen umgehen muss. Ich möchte auf einen Aspekt, der mir bei der Diskussion auffällt, noch am Rande hinweisen. Wir haben es mit diesen Symbolen ja nicht nur zu tun als christliche Symbole, sondern sie sind auch häufig Teil unserer Lebenswelt. Sie sind Teil unserer kulturellen Prägung. Wir sind mit dem Kreuz zum Beispiel einfach aufgewachsen. Und hier ergibt sich ein neues Problem für die Religion, nämlich die Profanisierung ihrer religiösen Symbole. Und auch diese Dimension des Problems müssen wir im Blick behalten. Also wenn wir sagen, das Kreuz ist nicht so sehr ein Zeichen des christlichen Glaubens, sondern es ist Teil unserer Kultur und wir finden das schön und wir fühlen uns wohl damit, dann heißt das natürlich auch eine gewisse Entreligiosität, die damit sozusagen transportiert wird. Und diese Dimension wird in der Diskussion, glaube ich, etwas unterschätzt. Und auf die muss man auch achten, also sozusagen von verschiedenen Seiten erkennen wir, dass religiöse Symbole eine komplexe Herausforderung darstellen. Ja, ich kann das eigentlich auch nur unterstreichen. Es gibt ja eine Tendenz, die wir wieder beklagen, Säkularisierung, also die Gesellschaft wird weniger religiös, aber das ist etwas zurückhaltender geworden, weil man spürt, Religion bleibt vital, vielleicht nicht so, wie wir es uns wünschen. Aber die andere Tendenz ist eben auch da und die wird für die Zukunft weltweit, spüre ich, auch in Gesprächen erhärtet, bedeutender, die Instrumentalisierung der Religion für die politische Identität, für die kulturelle Identität. Das gilt für alle Religionen übrigens. Ich habe ja mit anderen gesprochen, auch in anderen Ländern. Ich will gar nicht die Länder jetzt aufzählen. Beim Islam ist es ja offensichtlich, aber auch im Hinduismus und vielen anderen Bereichen ist das so, dass Religion wieder neu Schwung gibt für eine politische Instrumentalisierung. Und da muss man achten. Und in die Richtung geht auch die Gefährdung. Also wir gehen zwar nicht zur Kirche, aber verteidigen das Kreuz da auf dem Schloss. Das ist, oder wir sind für das christliche Abendland, aber nein, ob Jesus auferstanden ist, ist ja nicht mein Problem. Das geht mich nichts an. So geht es natürlich nicht. Es ist aber ein schwieriges Feld. Es ist klar, die religiöse Symbolik hat eine große Bedeutung, überschießend, würde ich genauso sehen. Und deswegen ist der Staat gut beraten, sorgsam damit umzugehen, genau wie mit den anderen Begriffen, von denen, Begriff Ehe auch. Das ist ja nicht nur der Begriff an sich, sondern auch eine überschüssende Symbolik, die da drin steckt.
Aber genauso gilt das etwa für den Sonntag auch. Es gibt nicht nur die sichtbaren Symbole, es gibt eben auch die sehr vielleicht noch härter eingreifenden Symbole, die eben in den Zeitablauf, in meine Lebenspraxis eingreifen. Ob da ein Kreuz steht am Wegesrand oder nicht, das ändert nicht mein Leben. Aber der Sonntag schon, der Feiertag schon. Also das ganze Feld ist ein wichtiges Diskussionsfeld. Wir als Kirche möchten natürlich aus dem Gedanken vom Anfang her sagen, die religiösen Symbole, etwa das Kreuz, die Kirche, das ist auch Ausdruck dieser Öffentlichkeit von Religion und eines Staates, der das nicht für unangenehm hält und für hinderlich, sondern der dieses Öffentliche durchaus wertschätzt. Wie weit er es in seinen eigenen Bereich hineinnimmt, das ist sicher eine Diskussion, die nicht so einfach zu führen ist. Und einfach da mit Lautstärke zu argumentieren, ist nicht ganz ausreichend, denke ich. Aber ich weiß noch, dass das eigentlich selbstverständlich war, auch in Gerichten und Schulen. Und ich kann auch nicht erkennen, dass das unmöglich ist, wie wir es etwas in Bayern eine Lösung gefunden haben. Dann auch, wenn es, so haben Sie es ja im Grunde genommen auch gelöst, wenn es jetzt zu großen Konflikten kommt, muss man vielleicht dann vor Ort Lösungen finden, aber nicht einfach deswegen, weil einer oder einige wenige den Eindruck haben, das ist etwas, was meine Religionsfreiheit einschränkt. Diese große Tradition, die ja nicht einfach eine gedachte, erfunden ist, sondern lebendige. Die christliche Tradition ist ja kein Museum, sie ist ja da und sie wird ja gelebt, das auch zum Ausdruck zu bringen. Aber es ist nicht so glatt und einfach, wie manche es sich vorstellen. Das würde ich schon, wenn ich jetzt mich in einen Juristen hineinversetze oder versuche, mich hineinzuversetzen, die ganzen Diskussionen vor mir habe, dann kann ich mir das gut überlegen. Es muss, kann ich gut akzeptieren, dass das nicht so einfach ist. Aber ich finde, wir müssen uns dem stellen, denn die religiöse Symbolik, die öffentlich ist, die sichtbar ist, wird für die Zukunft ein Thema bleiben. Damit haben wir einen großen Bogen geschlagen zum Anfang. Davon sind wir ausgegangen. Ich bedanke mich sehr herzlich, Herr Kardinal, Herr Präsident, für diese intensive Diskussion. Wir werden nachher auf der Fraueninsel Gottesdienst feiern und da werden wir als Evangelium dann einen Text hören, in dem der Satz steht und darum ging es heute auch. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Gebt dem BVG, was das BVG ist und gebt dem Kardinal, was des Kardinals ist. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen beiden. Danke allen, die jetzt intensiv zugehört haben für diese faszinierenden 1,5 Stunden.